Schönen guten Morgen. Wir nähern uns dem Ende des Kirchenjahres. Es ist der drittletzte Sonntag des Kirchenjahres. Und ich möchte zu Beginn eine Frage stellen. Wenn Jesus bei Ihnen an die Tür klopfen würde, würden Sie ihn dann hereinbitten? Dumme Frage, oder? Natürlich würden Sie das tun. Denken Sie mal drüber nach. Herzlich willkommen im Gottesdienst. Wir gehen jetzt in die Kirche. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese einen Psalm. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Unser Leben wäre 70 Jahre. Wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen. Herr Jesus Christus, du kommst immer wieder zu uns und rufst uns mit leiser Stimme. Hilf, dass wir auf deine Stimme hören, dass wir im Glauben festbleiben, in deiner Liebe nicht ermüden und in Hoffnung auf dein Kommen warten. Der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn Sie mögen, dann schlagen Sie zu Hause Ihr Gesangbuch auf Seite 152, Nummer 152, wir warten dein, o Gottessohn, wir singen die Strophe 1 und 4. Du kommst gewiss, die Zeit ist bald.
quasi über dieses Lied, das ich eben gesungen habe, schon einmal bewusst nachgedacht? Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Ist das bei uns wirklich so? Wir warten dein, du kommst gewiss, die Zeit ist bald vergangen. Dass es Jesus einmal gegeben hat, dass er hier auf der Erde gelebt hat, keine Frage. Aber rechnen wir noch ernsthaft damit, dass Jesus wirklich irgendwann kommt? Dass er auch heute in mein Leben treten kann? Dass er mich heute verändern kann und etwas mit mir vorhat? Und dann die Frage, wie kann man eigentlich erkennen, dass es Jesus ist, der da zu mir kommt? Das war offenbar auch die Frage, die die Christen in Thessalonich hatten. Und Paulus schreibt ihnen folgende Zeilen dazu. Über die Frage schreibt Paulus, wann das geschehen wird, über den genauen Tag und die Stunde, liebe Brüder und Schwestern, brauchen wir euch nichts zu schreiben. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Herr so unvorhergesehen kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Menschen sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen. Denn es wird so unvorhergesehen kommen, wie die Wehen bei einer schwangeren Frau. Da gibt es kein Entrinnen. Ihr aber lebt ja nicht in der Finsternis, Brüder und Schwestern, sodass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb überraschen könnte. Ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Und weil wir nicht mehr der Nacht und der Dunkelheit gehören, wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Eins ist mir an diesen Sätzen vor allem im Ohr geblieben. Jesus kommt zu uns wie ein Dieb in der Nacht. Wenn er kommt, dann also völlig überraschend und unerwartet. Mir gingen dazu zwei Geschichten durch den Kopf, die ich kurz erzählen will, sodass die wesentlichen Gedanken deutlich werden. Die erste Geschichte ist die vom Schuster Martin. Leo Tolstoi hat sie aufgeschrieben. Sie spielt in Russland vor vielen, vielen Jahren. Auch wenn sie vielleicht viele kennen, erzähle ich sie noch einmal, weil sie einfach zu schön ist. Es ist Winter und bitterkalt. Und wie der alte Schuster Martin abends vor seinen Schuhen sitzt, geschieht er, dass er kurz über seine Arbeit einnickt und dabei einen Traum hat. Jesus erscheint ihm und ruft ihm zu, Martin, sieh morgen auf die Straße, ich will zu dir kommen. Martin schreckt hoch. Was man doch für merkwürdige Sachen träumt, denkt der Kopf schüttelnd und geht zu Bett. Aber am nächsten Morgen erinnert er sich doch wieder an den seltsamen Traum und hält gespannt Ausschau nach Jesus. Aber es ist zunächst nicht Jesus, der kommt, sondern Martin sieht einen erschöpften und frierenden Straßenkehrer und lädt ihn zu einer Tasse Tee in seine warme Stube ein. Der Straßenkehrer freut sich und dankt ihm überschwänglich. Viele Leute sieht er an seinem Fenster vorübergehen, nur nicht Jesus. Auch eine arme junge Mutter mit einem kleinen Kind auf dem Arm sieht er vorübergehen. Martin kennt sie nicht. Sie ist offenbar fremd in der Stadt. Sie hat keine warmen Kleider an. Der eiskalte Wind pfeift ihr ins Gesicht. Und Martin sieht, wie das Kind schreit und die Mutter es nicht beruhigen kann. Auch sie lädt er zu sich in seine Stube und schenkt ihr heißen Tee ein. Ich habe keine Milch mehr in meiner Brust. Seit heute Morgen habe ich nichts gegessen, klagt die Frau. Da stellt Martin ihr einen Teller mit Suppe hin. Und zum Abschied gibt Martin ihr noch eine warme Decke mit, in die sie das Kind einwickeln kann. Als die Frau gegangen ist, macht Martin wieder sich an seine Schusterarbeit. Immer wieder schaut er auf die Straße, ob nicht bald Jesus zu ihm käme. Viele gehen vorüber, aber Jesus ist nicht dabei. Da beobachtet er, wie sich eine Frau mit einem Korb Äpfeln und einem schweren Sack mit Holzspänen abschleppt. Als sie den Korb absetzt, um sich kurz auszuruhen, kommt ein Junge angelaufen und versucht, ihr einen der Äpfel aus dem Korb zu stibitzen. Die Frau bemerkt es aber rechtzeitig, hält den Jungen fest, schlägt wütend auf ihn ein und droht, mit ihm zur Polizei zu gehen. Schuster Martin läuft so schnell er kann auf die Straße und versucht, die Frau zu besänftigen. Lass ihn doch los,
und vergib ihm, was er getan hat. Ich will ihm so vergeben, dass er bis zum Frühling dran denken wird. Zur Polizei will ich ihn bringen, sagt die Frau. Ach, lass ihn doch laufen. Er wird's nicht mehr tun, bittet Martin. Und dann zum Jungen. Komm, gib der Frau die Hand, entschuldige dich, sag, dass du sowas nicht mehr tun wirst. Ich habe genau gesehen, dass du ihr den Apfel gestohlen hast. Der Junge weint und entschuldigt sich. Und dann sagt Martin, so ist recht. Und hier hast du einen Apfel. Ich bezahle ihn dir, Großmütterchen. Als die alte Frau den schweren Sack auf die Schultern setzen will, kommt der Junge und sagt, komm, gib mir den Sack. Ich habe denselben Weg wie du. Lächelnd zieht Martin den beiden nach, wie sie miteinander redend die Straße hinabgehen. Die Großmutter ist so gerührt, dass sie ganz vergessen hat, vom Schuster Martin das Geld für den Apfel zu verlangen. Martin geht wieder in seine Werkstatt und arbeitet weiter, so lange, bis es dunkel wird. Wieder nickt Martin kurz ein und eine Stimme flüstert ihm zu, Martin, Martin, hast du mich erkannt? Wen denn? Mich? Ich war es doch. Und Martin sieht noch einmal den Straßenkehrer lächelnd auf sich zukommen und wie eine Wolke zerfließen. Und auch das war ich. Und Martin sieht die junge Frau mit dem Kind und die Frau lächelt und das Kind lacht. Und dann verschwinden auch sie. Und auch das war ich. Und es erschienen die Alte und der Junge mit dem Apfel. Und beide lächeln und verschwinden ebenfalls. Die zweite Geschichte, die ich einmal gelesen habe, verläuft ganz anders. Sie hört sich fast wie eine Gegenerzählung dazu an. Sie handelt von einer Frau, die ebenfalls im Traum von Jesus versprochen bekommen hatte, dass er sie aufsuchen wird. Am nächsten Tag kommen drei arme Leute zu ihr. Alle drei jagt sie von der Tür, weil sie doch auf ihren lieben Herrn wartet, sagt sie. Am Abend dann träumt sie wieder und Jesus lässt sie wissen, dass er in der Gestalt der Bettelleute zu ihr gekommen ist und sie hat sie abgewiesen. Beide Geschichten, liebe Gemeinde, erzählen dasselbe, dass wir wahrscheinlich vergeblich auf Jesus warten, wenn wir nach ihm Ausschau halten, so wie wir ihn uns vorstellen. Wie auf den Bildern vom guten Hirten etwa oder so wie am Ostermorgen mit den Wundmalen an der Seite und an Händen und Füßen oder gar als strahlende Lichtgestalt auf einer Wolke schwebend. Jesus wird auch zu uns kommen, ganz sicher, aber möglicherweise ganz anders, als wir es uns vorstellen. Und er kommt eben nicht zu allen Menschen zu gleicher Zeit, er kommt zu jedem auf ganz eigene Weise. Schon zum Apostel Paulus kam Jesus auf ganz besondere Weise. Er hat ihn mit Blindheit geschlagen und ihn gefragt, warum verfolgst du mich? Paulus hat ihn erkannt und sein Leben von Grund auf geändert. Er ist vom Saulus zum Paulus geworden. Ins Leben von Martin Luther ist Jesus sozusagen mit dem Evangelium in der Hand getreten. Beim Lesen des Römerbriefs ging Luther plötzlich das Herz auf. Und er erkannte, dass Gott kein gnadenloser Richter ist, sondern ein barmherziger Vater, der den Sünder liebt. Und Luther hat diese Botschaft in seine Zeit hineingesagt. Eine Zeit, die noch ganz verdunkelt war von der Meinung, Gott würde jeden Sünder gerecht und unbarmherzig bestrafen. Und zu vielen anderen ist Jesus schon gekommen, seit Menschen in dieser Welt an ihn glauben. Und jedem hat er einzeln angesprochen, zu seiner Zeit und auf seine Weise. Warum sollte das heute anders sein? Vielleicht war er sogar schon bei mir, bei Ihnen. Haben wir ihn aufgenommen? Haben wir gehört, was er uns sagen wollte? Ja, ich glaube wirklich, dass Jesus heute zu uns kommt. Zu jedem von uns, zu einer Stunde, wo wir es nicht erwarten. Wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn er kommt, dann müssen wir uns entscheiden, ob wir ihn aufnehmen oder abweisen. Und damit, ob wir, wie Paulus es nennt, Kinder des Lichts oder der Finsternis sind. Jesus wird einmal kommen, für alle sichtbar, am Ende der Zeiten.
Aber er kommt auch jetzt schon, ganz sicher immer wieder und klopft an unsere Tür. Und so sehr das bei jedem auch auf eigene Weise geschehen mag, so gibt es doch, glaube ich, ganz bestimmte typische Situationen, in denen mir klar werden kann, das war jetzt gerade Jesus, der zu mir gekommen ist und mir etwas hat sagen wollen. Ein paar von diesen typischen Situationen möchte ich am Schluss noch nennen, damit wir vielleicht beim nächsten Mal etwas aufmerksamer sind, genauer hinhören und wie Kinder des Lichts handeln. Ich glaube, dass es Jesus ist, der uns in Gestalt von Menschen entgegentritt, die in Not sind. Macht es uns ärmer, wenn wir Mitleid zeigen und helfen und das, was wir haben, teilen? Nein, sondern reicher. Und die Welt wird heller und ärmer. Das wollte Tolstoi mit der Geschichte vom Schuster Martin zum Ausdruck bringen. Und ich glaube zweitens, dass es Jesus ist, der uns dieses Gefühl der Scham und des Ärgers über uns selbst eingibt, wenn wir einem Menschen begegnen, mit dem wir aus irgendeinem Grund in Streit leben. Er ist es, der macht, dass wir uns dann nicht so ganz richtig und gut vorkommen, wenn wir krampfhaft wegschauen und vielleicht die Straßenseite wechseln. Was, wenn wir denn einfach mal hinübergingen und dem Menschen die Hand reichten? Ist das wirklich so schwer? Ich glaube, wir wären Kinder des Lichts. Und ich glaube, dass es Jesus ist, der mir immer wieder in Erinnerung ruft, dass es mehr gibt als dieses ewige Hamsterrad von Arbeit, Essen, Schlafen, Zerstreuung. Vielleicht geschieht das dann, wenn ich durch eine Zeit der Krankheit erkennen muss, dass ich von all dem, was ich immer für so wichtig gehalten habe, eigentlich gar nicht lebe. Vielleicht geht mir auch in einem Gottesdienst, in dem ich ganz zufällig gegangen bin, ein Wort auf, das mich ins Herz trifft und das wie für mich gesprochen scheint. Wenn ich dann nicht weghöre, sondern antworte und gehorche, dann wäre das ein Schritt ins Licht. Und schließlich glaube ich, dass es Jesus ist, der mir vielleicht, wenn ich nicht mehr ein- noch ausweis und lebensmüde bin, zeigt, wie schön das Leben und diese Welt ist, dass es sich zu leben lohnt und dass gerade ich ganz wichtig bin. Er ist es, glaube ich, auch, der die Stolzen in ihrer Überheblichkeit dämpft, die Stolzen, die meinen, ihnen würde nie ein Fehler unterlaufen, sie hätten grundsätzlich immer recht. Er zeigt mir wieder das Ziel, zu dem ich unterwegs bin, wenn ich mich mit zu vielen Dingen verzettle und die große Richtung beinahe ganz aus den Augen verloren habe. Und er bringt mir immer wieder vor Augen und in den Sinn, dass ich einmal sterben und Rechenschaft ablegen muss. Wenn wir in diesen Augenblicken hinhörten und aufmerksam wären, ja, wenn wir das als Chance begreifen könnten und nicht als harte oder gar böse Zurechtweisung, ich glaube, wir gingen ins Licht. Ihr seid alle Kinder des Lichts, so erinnert Paulus uns, Kinder des Tages. Und weil wir nicht mehr der Nacht und der Dunkelheit angehören, wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Ich wünsche uns, dass wir für uns erkennen, wo Jesus uns schon begegnen wollte, ob wir ihn abgewiesen oder aufgenommen haben. Kinder des Lichts werden, sich auf Jesus einlassen, das wäre doch ein schönes Ziel, nicht wahr? Und Gottes Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Liebe, Liebe, die sich ganz ergibt, mir zum Heil und Leben.
Der Kirchenvorstand hat beschlossen, dass wir neben den wirklichen Live-Gottesdiensten in der Kirche jetzt auch wieder Videogottesdienste auf die Homepage stellen. Wenn Sie mögen, wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht in die Kirche kommen können, dann können Sie unsere Homepage anklicken und die Gottesdienste dort mitfeiern. Am nächsten Sonntag, 15. November, wird es keine Totensonntagsandacht auf dem Friedhof geben, wie im Gemeindebrief angekündigt. Die Stadt Biedenkopf hat jegliche Versammlungen auf dem Friedhof untersagt, auch keine Gedenkfeiern zum Volkstrauertag. Um 9 Uhr gibt es einen normalen Gottesdienst in der Kirche. Bitte bringen Sie, wenn Sie kommen wollen, einen Mund- und Nasenschutz mit und denken Sie an einen kleinen Zettel, wo Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer aufschreiben, damit wir das nicht nochmal per Hand in die Liste eintragen müssen. Am 18. November, Buß- und Bettag, um 19 Uhr, Gottesdienst hier in Eckelshausen in der Kirche. Und am 22. November, Gottesdienst mit Gedenken der Verstorbenen in Wolfgruben. Wir können diesmal die Angehörigen nicht einladen, aber alle bekommen einen besonderen Brief von mir. Und in dem Videogottesdienst werden wir auch alle Verstorbenen aus dem letzten Jahr vorlesen und ihrer gedenken und eine Kerze für sie anzünden. Die Kollekte vom letzten Sonntag in Eckelshausen betrug 98,40 Euro und 46 Euro in Kombach. Sie wird überwiesen an die Einzelfallhilfe für Flüchtlinge. Die Hälfte der Kollekte kommt unserer Kinder- und Jugendarbeit zugute. Zum Schluss falten wir die Hände und beten gemeinsam ein Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Einen gesegneten Sonntag wünsche ich. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Thank you.